Es ist wieder Sonntag, liebe Freunde. Ja, 17 Uhr heißt, es gibt eine neue Ausgabe Talking Games und wir haben wieder fabelhafte Gäste dabei. Bei dem Thema heute sprechen wir darüber, ob Let's Plays aussterben, wie die Zukunft von YouTube ist. Denn 35% auf YouTube ist nur noch Gaming, ja? Also eine super kleine Anzahl. Auf Twitch sind es über 90% inzwischen. Also man sieht schon, wo der Wandel hingeht. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Mit dabei ist der Sergeant Rumpel, ja? Unter anderem von Luda Kings und ein Urgestein auf YouTube, ne? Sieht man auch, der alte Mann. Dann haben wir den André von Wizgames. Er geht wieder. Oh, ihr riecht sich immer so streng. Nein, Spaß. Den André von Wizgames und den Micha, der auch schon mal hier war von Insert Moin vom Podcast, aber auch bei Wizgames jetzt am Pineview Drive mitwerkelt. Richtig? Das ist so richtig, ne? Ja, alles perfekt. Deswegen sage ich jetzt, geht's los mit einer neuen Ausgabe Talk Games. Viel Spaß damit, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr wisst ja, sonntags ist es immer soweit, ne? 17 Uhr, da quatschen wir immer. Also erstmal auch vielen Dank für eure ganzen Kommentare zu der letzten Ausgabe und zu der Ausgabe davor. Wir hatten nämlich, wir haben über Videospielverfilmung gesprochen, da warst du ja auch dabei. Genau. Ja. Genau, und mit dem Dominik Porschen und es war ziemlich spannend, also da gab es auch super viel Feedback zu. Und heute reden wir über Let's Plays, ob die aussterben. Das Interessante ist, der Rumpel, der macht schon so lange Let's Plays, ja, und hat ja auch LPT gemacht und was weiß ich nicht alles. Dann der André kann das aus Entwicklerseite, genau wie du, gut beleuchten. Aber stellt euch mal ganz kurz vor, was ihr macht und warum ihr überhaupt hier seid. Wer fängt an? Du guckst immer, mich so. Immer in diese Richtung. Genau, du guckst mich so erwartungsvoll an, dann muss ich was sagen. Also ich bin Micha von Insert Moin, aber ich bin eigentlich auch Freiberufler in der Spielbranche, deswegen sitze ich auch hier. Also ich bin Komponist und Autor. Und ich arbeite zusammen mit dem André an einem kommenden Horrorspiel, Pineal Drive Rising Storm. Und das ist die perfekte Überleitung. Ja, wie gesagt, ich bin André Bürger, der Gründer und jetzt auch mit Lead Developer für, also von der Firma VES Games, jetzt Lead Developer für Pineal Drive 2. Wie gesagt, Michael als Autor dabei, ganz genau. Ja. Und bin jetzt eben seit 2003 mit dem Unternehmen da am Markt und haben halt auch, wie gesagt, mittlerweile schon verdammt viele Spiele draußen, dementsprechend auch viel Erfahrung mit YouTube. Ja, der Rumpel, der ist ja auch seit 2003 bestimmt schon dabei, ne? Nee, gar nicht. Nee. Ich bin gar nicht so, ein Veteran im Let's Play-Business, wie du dargestellt hast. Nee, ich bin eigentlich seit 2,5 Jahren oder so bin ich dabei. Aber wie lange liegt LPT? Wann ist LPT angefangen? Ja, aber ich habe nicht mit LPT angefangen zu Let's Playen tatsächlich, sondern das war erst später. Das haben ja dann, das war auf Drängen von Erik und Walle hin. Die haben gesagt, ey, mach doch mal mit und so, dann haben wir irgendwann Dead Island angefangen, glaube ich, ja. Das war unser erstes Let's Play zusammen. Ja, ja, stimmt. Ja, heute das Thema, sterben Let's Plays aus? Und es gab in letzter Zeit so viele Diskussionen auf YouTube, ja, ob es bei irgendwelchen anderen Magazinen sind oder sonstiges. Es haben sich Leute hingesetzt, haben darüber gesprochen und ich habe es ja schon gesagt, der Anteil von Gaming-Inhalten auf YouTube beträgt 35%. Davon sind 40% Let's Plays, 50% Trailer oder Parodien und 10% irgendwas anderes. Auf Twitch wiederum sind es 90% Games, davon 90% Live-Let's Plays, also Streams. Oder beziehungsweise, ja, wenn man einfach zockt. Und 40% E-Sports. Ja, also, wobei das sind ja dann 100%, ne? Das sind ja dann 100% Games. Dustin Martin, sehr gut vorbereitet. Ich nehme an, das war von den 30% ja, sind wiederum. Genau. Ja. So, und die durchschnittliche Videolänge auf YouTube beträgt 15 Minuten und die Wiedergabezeit 7 Minuten. Das heißt, wenn ein Let's Play, so eine Folge ist ja im Durchschnitt 15 Minuten oder 20 Minuten, manchmal auch länger. Wenn man zum Beispiel beim Gronkh guckt, sind es dann auch eine Stunde. Und, oder drei. Ja, oder drei. Und da ist die Durchschnittszeit, wie einer schaut, sind 7 Minuten. Ja, das heißt, er guckt sich das an, das Game oder sonst was. Und da kommen wir direkt zu meiner ersten Frage. Als Entwicklersicht, sind Let's Plays für Entwickler sehr wichtig? Oder würdest du sagen, um Gottes Willen, das kann ja auch negativ darauf aufbauen, weil die Leute das Spiel dann sehen, vielleicht kommt es dann nicht so gut an und es dann gar nicht kaufen? Also ich würde es mal so sagen. Also auf jeden Fall, wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie schon wichtig sind und mit Sicherheit den ganzen Markt abgelöst haben, was jetzt ein Review geschrieben angeht. Ja. Ich kann es auch rein privat beurteilen, wenn ich selber mir ein Spiel angucken möchte, überlege, ob ich es mir kaufe, zum Beispiel auch selber. Ich gucke mir lieber mal ein, zwei Folgen Let's Play dazu an, weil dann sehe ich, wie es wirklich ist, das Spiel. Wenn das jemand kurz als Review geschrieben hat, bei, weiß ich nicht, irgendeinem Magazin, dann bin ich gezwungen, dem zu glauben und werde, ich weiß auch, wie oft solche Reviews nicht mit der Realität übereinstimmen, allein an den eigenen Spielen. Ja. Und wenn ich dazu denke, okay, wenn der schon bei unseren Spielen irgendwas schreibt, was so einfach nicht wahr ist, dann muss ich ja davon ausgehen, dass es bei anderen Spielen unter Umständen genauso ist. Also du willst also damit sagen, für mich sagen, ist es tatsächlich informativer als ein geschriebenes Review. Genau, du willst damit sagen, in Let's Plays ist halt die knallharte Wahrheit. Genau. Ja? So, und finde ich gut. Ja. Und dann sehe ich vor allem natürlich auch, wenn er sagt, das Spiel ist total verbuggt, dann kann ich jetzt sagen, na gut, dann gucke ich mir das an, vielleicht sind da wirklich ein, zwei Bugs drin, vielleicht stören die mich als Spieler ja gar nicht, weil ich die für so nebensächlich erachte. Und wenn ich das nur gelesen habe, dann schreckt es mich vielleicht halt ab.
Also von daher denke ich schon, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Fördert es denn auch die Verkäufe eines Spiels, wenn man Let's Plays macht? Weil es gibt ja inzwischen dieses neumodische Wort Influencer. Und, ganz schlimmes Wort. Ganz schlimmes Wort. Das heißt, wenn jetzt der Rumpel jetzt zum Beispiel eine Feuerwehrsimulation spielt, ja, dann ist es so, dass wenn irgendjemand das cool findet und sagt, ey, cool, der Rumpel macht das super cool und kauft das Spiel, der hat die Leute ja dann auch beeinflusst, ja, das zu kaufen. Nein, wir merken es halt schon. Selbst wie auch wenn Gronkh ein Feuerwehrspiel von uns damals gespielt hat, du hast es sofort in den Verkaufszahlen gemerkt, sofort. Natürlich, je nachdem, es gab früher mal so eine Modeerscheinung, wo dann ganz viele Kanäle kamen, die eigentlich nur bashen wollten. Da ging es nur darum, alles niederzumachen. Und das war natürlich absolut kontraproduktiv. Mhm. Und da haben wir teilweise echt mal gucken müssen, auch juristisch ein bisschen. Wir haben nicht mit dem Anwalt dagegen gesteuert, aber wir haben versucht aufzuklären, die Leute immer ein bisschen klar zu machen, bis wo man was machen kann, eine freie Meinung darf ja jeder haben. Ja, aber falsche Tatsachenbehauptungen in den Raum schmeißen und so weiter oder irgendwas niedermachen, die Leute beleidigen, die es hergestellt haben und so weiter, muss man ganz klar sagen, das geht so nicht, Kinder. Sie können nicht unser Material nehmen, ungefragt, das Ganze dann total kaputt machen und dann noch monetarisieren am besten. Da müssen wir um einen Schlussstrich ziehen und sagen, vor allem wenn da auch Arbeitsplätze und so weiter alles dranhängen. Ich muss aber aus meiner Sicht sagen, weil ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, wenn ich ein Spiel spiele, welches nicht gut gemacht ist, dann finde ich es gut, es auch zu sagen, dass es nicht gut gemacht ist. Das wollen wir sogar. Ne? Aber wenn man hingeht, natürlich dann einfach nur die Bugs absichtlich raussucht und das dann natürlich dann frontal darauf zeigt und sagt, ey, ne? Ich meine, da sitzen ja auch Leute hinter. Kann der Rumpel ja auch beurteilen, da sitzen ja auch Leute, die da wirklich super viel Herzblut reingesteckt haben. Und es ist ein kleines Entwicklerstudio, Luther Kings. Und das Spiel kam jetzt auch richtig gut an bei den Leuten. Und es ist klar, es hat noch Bugs und so weiter, ist ja logisch. Oder es hat noch nicht so viel großen Umfang. Aber es steckt so ein Team dahinter, welches dann auch mit Herzblut daran arbeitet. Und das ist jetzt so auch die Frage, ne? Hat sich das schon mal so, oder hat euch das schon mal so richtig geärgert, solche Let's Plays, wo dann wirklich gesagt wurde, oh, pff. Nein, sag mal, wenn ich jetzt wirklich Gronkh als Beispiel wieder nehme, der dann Feuerwehr gespielt hat, natürlich nimmt er das Spiel nicht so richtig ernst. Aber er hat auch die Details gelobt, die ihm zum Beispiel gefallen haben, wo er sagt, oh, das finde ich cool, dass sie das eingebaut haben. Ja, das ist ein schönes Detail. Aber natürlich kann er so ein Spiel nicht komplett ernst nehmen. Das ist halt nicht sein Metier, nicht sein Genre. Natürlich gibt es dann andere Spieler, die das dann anders sehen, die das natürlich total feiern, so ein Feuerwehrspiel, weil sie selber in der Freiwilligen Feuerwehr sind, Jugendfeuerwehr, ja, irgendwas. Die sehen es natürlich wieder völlig anders. Ich sehe es auch wieder ein bisschen differenzierter. Wir haben auch versucht, die Simulation immer so ein bisschen einzuhauchen, dass die halt schon selber zeigen, dass sie sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Ein paar blöde Gags einzubauen und so weiter. Das kommt auch bei den Leuten gut an. Ja. Und wir haben immer geguckt, dass wir unser Statement nachher so gesagt haben, okay, wir gehen halt auch an viele YouTube-Kanäle selber ran, promoten, unterstützen die Kanäle, indem wir denen auch Vorab-Versionen zukommen lassen, dass sie ein paar Tage vorher online gehen können. Hat den Vorteil, dass wir Kanäle auch hatten, die dann eben das ein bisschen vernünftiger angehen. Kann aber auch sein, wir haben immer gesagt, wir betonen es aber auch immer dazu, wir sagen den Leuten schon, sagt die Wahrheit. Ja. Ja, ihr sollt das nicht in den Himmel loben, nur weil wir euch das gegeben haben. Sagt, was euch gefällt, sagt, was euch nicht gefällt. Mhm. Wir geben halt nur meist einen Tipp mit, wenn es dir überhaupt nicht gefällt, dann sagt doch einfach, ich persönlich finde es total, das kannst du sagen, ist deine persönliche Meinung, aber sag nie, das ist Mist, weil das und das kaputt oder sonst was. Ne? Also immer aufpassen mit der Wortwahl einfach nur. Das war immer so unser Tipp an die Leute auch. Und da haben wir auch mit der Kanzlei WBS in Köln zum Beispiel einiges an Videos zugemacht, was so die rechtlichen Aspekte angeht. Ja. Also, das kann man sich also bei euch im Netz angucken. Genau, auf YouTube haben wir zwei Videos dazu stehen. Die sind aber auf der Kanzlei-Seite von dem Wildeburger Säumecke, sind die Sachen auch drauf zum Beispiel, halt die Videos halt, wo es um so ein bisschen juristische Aspekte geht. Also, liebe PlayNation-Redaktion, ihr seid ja gerade alle, was man nicht sieht, hier sitzen gerade 30 Leute hinter. Die alle zittern und bibbern. Die alle zittern und bibbern. Nee, was ich sagen wollte ist, haut mal diese beiden Videos unbedingt, ich muss das nur als Erinnerung von selber machen, unter diesem Video in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr einfach die Links anklicken und dann seht ihr selber diese beiden Videos, was sehr interessant. Aber jetzt auch zu dir. Du machst das ja auch, also du beleuchtest ja Spiele anders als zum Beispiel die beiden Jungs. Die sehen das ja als Arbeit, das ist ein Job für euch, ihr entwickelt ein Spiel oder auch Leidenschaft. Findest du als jemand, der einen Podcast macht, aus der Sicht oder der auch Artikel mal geschrieben hat oder schreibt, findest du, dass es dann Let's Plays eine Konkurrenz ist oder sagst du, okay, überhaupt nicht. Also ich hab ja irgendwie den Luxus, zwischen Entwickler, also beide Perspektiven zu kennen, die Entwicklersicht und die von einem Spielejournalisten, was ganz cool ist, weil man dann so zwei Ansichten auf das Medium hat. Und das ist überhaupt gar keine Konkurrenz. Es ist eine Ergänzung. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die haben keinen Bock, sich irgendwie 3-4 Stunden Let's Play anzugucken, um einen Eindruck von Spiel zu bekommen. Mhm. Es gibt auch viele Leute, so wie ich zum Beispiel, bei so Story-Driven Games oder so, also sowas wie Uncharted, würde ich nie auf die Idee kommen, mir das irgendwie in Let's Play anzusehen, weil das würde ich ja selber erleben, das würde ich selber spielen. Und
Und da würde aber so eine Review zum Beispiel helfen. So. Es gibt dann aber andere Spiele irgendwie, um dann so einen Eindruck zu kriegen. Also wenn du zum Beispiel irgendwie was irgendwie Eindrücke bekommen hättest von einem unbekannteren Spiel oder so oder irgendwas, was ein bisschen abgefahren ist oder wovon du noch nie was gehört hast, perfekt, dann klickst du dich rein, gehst in die Playlist, klickst dann auf Folge 5 direkt oder so. Und wenn es dann zum Beispiel ein Strategiespiel ist, dann spoilert dich das wahrscheinlich auch jetzt nicht so krass. Und es ist eine Ergänzung zu den Reviews. Also ich glaube, dass diese klassische Produktbewertung und dass auch Rezensionen von Journalisten, die das vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Es gibt auch solche, die zum Beispiel so kulturell wichtige Reviews machen, also so Magazine wie Killscreen zum Beispiel. Das wird es ja nie ersetzen, weil die bringen ja Aspekte rein, die so ein Let's Play nicht hat. Let's Play ist wirklich ungeschöntes Gameplay und dann hast du noch einen subjektiven Eindruck von dem, der das spielt. Ja. Der kommentiert das, der reagiert auf alles, was er da sieht irgendwie. Das ist dann wirklich so, das ist ein ziemlich direktes Feedback und so. Und es kann ja auch sein, also so differenziert muss man ja auch auf dem Let's Play gucken, dass du es siehst und dann findet die Person das scheiße, aber du merkst selber, oh, eigentlich finde ich das ganz cool, so, auch wenn er das jetzt blöd findet. Ja. Und, weil das ist ja immer noch das Spiel, was aber da bin ich ja wieder bei der Frage, wenn der Let's Player das Spiel negativ darstellt, beeinflusst der die Leute nicht eher negativ? Ja, natürlich. Ja, also ist es ja nicht so, wenn ich jetzt ein Let's Play gucke und ich sehe irgendwo ein Spiel, was total verbuggt ist, dann würde ich sagen, Gottes Willen, das würde ich mir niemals kaufen. Ja, ja. Ne? So, und wenn ich mir mal ein Review durchlese, wie der andere das schon gesagt hat, dann klar, du liest es, aber du denkst dann, okay, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann startest du das Spiel, kaufst es dir und überzeugst dich selber. Deswegen finde ich Let's Plays wiederum sehr gut. Ne? Rumpel. Jetzt mal eine Frage an dich. Schon der grinst. Ey, schon so. Du hast ja jetzt beide Seiten. Ja, du hast einmal die Let's Player-Geschichte, die Streaming-Geschichte auch noch dazu und die Entwicklerseite. So, bist du sehr glücklich damit? Ja, klar. Ja. Also ich muss vielleicht einmal ganz kurz zu den Sachen, die jetzt schon gesagt wurden, würde ich irgendwie ein, zwei Sachen ganz gerne sagen. Ich merke das immer wieder als Let's Player, und ich spreche jetzt erstmal als Let's Player, nicht als Entwickler, als Let's Player, dass wir natürlich Leute dazu animieren können, auch zu kaufen. Das geht ganz klar, steht das in den Kommentaren dran, hey, wegen dir habe ich mir das Spiel gekauft. Das haben wir immer wieder, ja. Habe auch ich, obwohl ich ein kleiner YouTuber bin, auch immer wieder unter den, in den Kommentaren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meistens freut mich das sehr, für den Entwickler, ja, weil das Spiel, was ich auf meinem Channel spiele, was ich mir selbst ausgesucht habe, das sind meistens Spiele, die ich auch gut finde, wo ich irgendwie für den Entwickler mich freue, wenn er auch Erfolg hat mit diesem Titel. Also ich fühle mich als Let's Player tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da für alle sprechen kann oder eben nur für mich, aber ich fühle mich als Let's Player durchaus als jemand, der auch eine helfende Hand gerne ausstreckt zu Entwicklern, weil ich deren Produkt halt einfach sau cool finde. Ja, wenn du dahinter stehst, auf jeden Fall. Genau. Dann gibt es aber trotzdem auch andere Bereiche, ja, und auch da habe ich natürlich, ich habe ja diese What the Fuck Games Reihe gemacht und ich habe auch die Trash Game Reihe gemacht. Trash Game ist wahrscheinlich genau so ein Begriff, der dir irgendwie so ein bisschen die Sachen zusammenzieht, und ich kann das auch nachvollziehen, jetzt sowieso als Entwickler, aber konnte ich auch schon vorher nachvollziehen. Es gibt bloß halt in diesem großen Bereich Gaming durchaus Entwickler, die eben nicht mit Herzblut an diese Sachen rangehen. Und das merkt man halt häufig dann doch auch an den Produkten, die dann rauskommen. Und da finde ich es schon auch okay, wenn jemand sich auch lustig machen kann über so ein Spiel. Weil das gehört schon irgendwo fast schon in den Satirebereich. Ja. Das heißt also, da gehört für meine Begriffe auch durchaus dazu, dass man, also zur Meinungsfreiheit, dass man eben auch so ein Spiel auf eine gewisse ironische, humoristische Weise beleuchten kann und dann auch mal so ein bisschen durch den Dreck ziehen kann. Trotzdem ist auch da sogar es so, dass teilweise so ein Trash-Game-Video dazu führen kann, dass Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Ja? Klar, PewDiePie hat einmal eben ein Spiel, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Titel, hat ein Spiel auch gespielt und genau so in dem Stile. Ja? Das war völlig verbuggt, das war ein Skateboard-Spiel, völlig verbuggt, die Physik haben nicht gestimmt. Ah, das und so war Skate 2 oder Skate? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, hat der gespielt, und das ist ein Spiel, das irgendwie 10 Jahre in der Versenkung verschollen war. Durch dieses Let's Play, Trash-Game-Let's Play, wo er sich drüber lustig gemacht hat, ist dieses Game plötzlich wieder auf Nummer 1 in Amazon gewesen. Das ist natürlich schon ein extremes Beispiel, aber es funktioniert halt. Ne? Also es ist schon so, dass Präsenz auf YouTube, egal in welcher Form, erstmal ganz gut sein kann. Andererseits gibt es auch ein anderes Beispiel, das habe ich jetzt erst in meinem letzten Livestream gehabt tatsächlich.
Das war ein Spiel, was ich total gut fand. Ja, ich habe das irgendwie vor 10 Jahren gespielt, glaube ich, und fand das eigentlich total gut. Und habe das dann im Livestream nochmal gespielt, weil es gerade bei Steam auch im Angebot war. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch eine super Gelegenheit. Ja, ich spiele das Spiel nochmal, ich stelle das nochmal vor für die Leute, die es nicht kennen. Die können sich das irgendwie günstig holen und haben ein cooles Spiel. Und ich habe das gespielt im Livestream und ich habe halt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil aus heutiger Sicht ist dieses Spiel einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen. Es waren ewig lange Dialoge, schlecht synchronisiert und so weiter. Das hatte ich alles gar nicht mehr in Erinnerung. Das heißt, ich habe das Spiel gespielt und währenddessen selbst gemerkt, so, das hatte man, ne, das gibt es natürlich auch. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass dann die Leute sagen, ja gut, das kaufe ich mir jetzt natürlich nicht deswegen. Aber meinst du, das liegt an der technischen Weiterentwicklung der Games? Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Uncharted nimmst oder, keine Ahnung, andere AAA-Titel, ist es ja auch so, die Grafik, die Inszenierung und so weiter ist ja, setzt ja den Maßstab schon immens hoch, The Last of Us. Absolut, ja. Und da haben natürlich solche Spiele es richtig schwer. Es gibt aber trotzdem andere Spiele, die älter sind, ja, die trotzdem wunderbar funktionieren, nach wie vor. Ja. Das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass das hängt schon mit einer gewissen Qualität ab, natürlich auch mit einer Sehgewohnheit oder Spielgewohnheit, die wir heutzutage haben, die vielleicht damals nicht existent war. Aber im Endeffekt kann halt sozusagen ein Let's Play dich davor bewahren, unnötig Geld auszugeben, kann dich aber auch verführen dazu. Und meines Erachtens nach stehen wir nicht so in Konkurrenz zu den Reviews tatsächlich, sondern eher zu dem, was früher das Demo gewesen ist. Stimmt, ja. Genau, also weil Demo findet man heute eigentlich fast nicht mehr, ja, dass man selbst irgendwie einen Teil eines Spiels anspielen kann, sondern man hat entweder Free-to-Play oder halt gar nichts. Und oder Beta. Die Reviews sind sozusagen, die Let's Plays sind sozusagen das, was früher das Demo gewesen ist, nämlich, dass du dir das anguckst. Und das habe ich eben auch oft unter meinen Videos, dass dann Leute nach der ersten Folge schreiben, schönes Let's Play, tut mir leid, ich steige hier aus, weil ich will das Spiel selber spielen. Ja, so. Genau. Das gibt's halt auch. Kurz einhaken darf. Bei Story Games immer. Recht. Also wenn du sagst, halt ganz klar, wenn ein PewDiePie zum Beispiel hingeht und spielt jetzt ein Spiel, das ist völlig wurscht, was er sagt. Das ist nämlich ungefähr dieses Niveau der Bild-Zeitung. Mhm. Da geht es einfach nur darum, da ist völlig egal, was da drin steht. Hauptsache, da ist Presse, ist gleich Presse. Hauptsache, sie ist da. Ja. Ja, ob das positiv oder negativ ist, völlig wurscht. Hauptsache, du hast Schlagzeilen gemacht. Ja. Das funktioniert. Also bei ganz großen Kanälen ist das so. Was wir gemerkt haben, also die schädlichsten Kanäle, die wirklich ein Spiel kaputt machen können, das sind eher so mittelgroße Kanäle tatsächlich halt, ja, die dann wirklich hingehen und dann wirklich so ein reines Bash-Format haben. Bei den ganz großen, wie, da ist es wurscht, da sind so viele Zuschauer, die so unterschiedliche Meinungen und Auffassungen haben. Ich sage, wenn Gronkh ein Feuerwehrspiel spielt, klar sind ein paar, die machen sich drüber lustig. Aber ein paar andere finden es wiederum gut und kaufen es trotzdem halt. Ne? Mhm. Also da hängt die Kanalgröße ein bisschen mit zusammen tatsächlich. Aber im Endeffekt sind doch die Demografie bei diesen ganzen Spielen immer prozentual zu sehen. Also egal, ob jetzt jemand 3 Millionen Views produziert und dann sind von diesen 3 Millionen, sagen wir mal, 2%, die kaufen, ist das ja auch bei einem kleineren, mittleren Kanal auch so, nur dass es halt dann weniger sind. Aber es gucken ja auch weniger das Negative sozusagen. Oder nehmen das meine Erfahrung ist aber trotzdem eher gewesen, dass wirklich Kanäle, die so eine mittlere Größenordnung hatten, dass die deutlich mehr Schaden anrichten konnten tatsächlich. Ja? Okay. Halt. Ja, also mit bewusstem Mistreden und mit bewusstem Kaputtreden, da konnte deutlich mehr Schaden entstehen, definitiv. Also was ich jetzt vielleicht auch aus Entwicklersicht nochmal dazu sagen könnte, wir haben mit Looter Kings tatsächlich ganz bewusst ein Spiel kreiert, das eine neue Spielerfahrung bei jedem Durchlauf irgendwie generiert, mit dem Hintergrund auf Let's Plays. Weil ich bin absolut der Meinung, dass sehr storybasierte Games eher leiden durch Let's Plays. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, genau. Der Wiederspielwert ist, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Story-Game wie Uncharted, guckst jetzt Let's Play an und du siehst halt, was passiert und so weiter. Wieso sollte ich jetzt hingehen und das nochmal selber spielen? Ich würde aber nicht mal, Uncharted ist kein gutes Beispiel, finde ich, weil da gibt es immer noch Action-Sequenzen, die irgendwie jemanden sagen können, okay, das will ich besser hinkriegen oder Lara Croft oder so, da ist immer noch sowas dabei. Aber sowas wie, wie heißt das, dieses Rain... Heavy Rain. Ja, klar. Zum Beispiel. Beyond the Souls, Heavy Rain. Oder auch tatsächlich Point-and-Click-Adventure, wo halt bestimmte Rätsel vorhanden sind. Die sind tatsächlich so, dass es, finde ich, eher insgesamt schädlich ist. Allerdings muss man auch wieder Abstriche machen. Denn ein Let's Play wird ja nicht veröffentlicht an einem Tag. Sondern das Let's Play eines Point-and-Click-Adventures, ne, ich spiele ja auch Point-and-Click-Adventure, das kann sich ja über einen Monat oder über zwei Monate hinwegziehen. Das heißt also,
das funktioniert schon in den ersten Bereichen. Es gibt aber durchaus bestimmt Leute, die sagen, na gut, jetzt gucke ich das hier, das Let's Play, ich kriege hier alle Rätsel mit. Das heißt, ich wüsste dir schon, das ist also nicht mehr so lustig, das selbst zu spielen, also kaufe ich mir das nicht. Das kann passieren und deshalb meine ich eben auch, storybasierte Games sind im Let's Play, vielleicht ist das nicht so gut. Weil Let's Play kann auch als Komplettlösung dienen. Genau, ja, das kann natürlich auch nochmal passieren, ja, das stimmt. Also bei mir war das so, ich habe Uncharted 4 gespielt und es gab eine Szene, ist jetzt kein Spoiler, musst du in so einem verlassenen Schloss dich an einem Seil schwingen, ja, so. Ja. Und du springst halt von einem Schrank auf an dieses Seil. Bei mir hat das nicht getriggert, also es war, irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich musste mal die Konsole neu starten und ich denke mir so die ganze Zeit, wie hat der Sarazar das, wenn ich das nicht hingehe, hat der Sarazar das geschafft. Und dann habe ich das geguckt und der springt da dran und sagt, oh geil, und für den ist das gar kein Grund gewesen oder so. Und dann habe ich das halt mehrmals gemacht und bei mir hat es einfach dann irgendwann dieser Trigger hat gegriffen und er hat das Seil gepackt. Aber da habe ich echt dann gezielt geguckt in seiner Playlist und habe geguckt, okay, wie löse ich das. Bei Rätselspielen finde ich sowas auch mega gut. Aber zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist ein Wimmelbildspiel. Ja? Wenn du dich da hinsetzt und der Gong spielt jetzt Grim Tales 38 und macht das dann da und dann frage ich mich, wieso soll ich das selber spielen, wie du das schon sagst? Ich sehe ja schon, wie das funktioniert. Das hat ja gar keinen Sinn dann. Ja? Und deswegen finde ich das bei Rätselgames oder bei, wie gesagt, Storygames, The Last of Us fand ich zum Beispiel auch, ist ein Game, was du eigentlich selber erleben musst. Weil ja, diese ganze Atmosphäre und so, wenn du Let's Play guckst, diese Charakterbindung so hast du gar nicht, weil du die Charakterbindung eher zu dem Let's Player hast, wie der das spielt und nicht zu dem Spiel selber. Und deswegen fand ich bei The Last of Us war sehr, sehr schwierig. Aber zum Beispiel, um es nicht zu loben, aber ein Sarazar zum Beispiel, finde ich, der hat das halt sehr gut rübergebracht, weil er diese Atmosphäre sehr gut tragen kann. Aber es gibt welche, die sitzen dann und sagen, dann gehen wir mal mit der Ellie jetzt da dran springen, ne, und dann gucken wir mal. Und diese ganze Atmosphäre vom Spiel, null. Ja, ja, genau. Du hast als Autor auch wirklich ein bisschen Angst vor Let's Plays. Ja. Das ist einfach so. Also wenn du sitzt da zu Hause und oder halt an deinem Arbeitsplatz und entwickelst diese Geschichte und du baust eine Dramaturgie auf und alles hat irgendwie ein Timing und einen Rhythmus und so. Und Last of Us, also das ist ein Spiel, das jetzt jeder kennt, die ersten 10 Minuten, da passieren die krassesten Sachen. Auf jeden Fall. Und wenn dann ein Let's Player sitzt, der sich nicht auf diese Stimmung einlassen kann, Menschen sind verschieden, manchmal steigen sie halt einfach nicht drauf ein und der macht sich dann so drüber lustig und nicht so drin irgendwie, dann ist der Moment weg. So, und dann hast du als Entwickler und als Autor total lange an dieser Stelle gefeilt. Du hast wirklich jeden Dialog 3-4 Mal neu gemacht, die Voice Actor, alles total aufwendig. Und dann kommt es an die Spieler und dann willst du ja, dass diese im Optimalfall sich diese Information verbreitet, oh, der Einstieg ist so krass und es nimmt dich sofort mit ins Spiel. Ja. Aber was ist da, wenn da jemand sitzt und dann sagt so lululu, alles total der lustig. Der Marvin 13 LP sitzt dann da und du hörst dann immer wieder, oh ja, ich töte dich, also den Soundqualität schlecht. Also, wie gesagt, wenn du das siehst und du gehst auf YouTube und suchst The Last of Us Let's Play, du suchst Pineview Drive oder sonst was und du kommst dann immer auf diese Videos, dann diese Atmosphäre, dann denke ich mir so, boah, um Gottes Willen. Also, ne? Das kann ich auch mal ganz klar, sehe ich halt auch so. Also mal ZB Pineview Drive bei uns, muss ich ganz klar sagen, war ein Spiel, das kann man sich durchaus mal als LP angucken und es trotzdem nochmal spielen. Ja. Also die Story, okay, die war jetzt nicht der Hauptfokus da drin, sondern halt das Erleben selber. Und das ist was völlig anderes zu spielen, als es eben nur mal angeguckt zu haben. Ja. Mhm. Man muss natürlich auch ein bisschen darauf einlassen, das ist ein Horrorspiel, wenn ich am helllichten Tag da sitze und Mutter im Hintergrund noch am Kochen ist, dann zieht das nicht so ganz. Ja. Aber so grundsätzlich funktioniert das halt schon. Aber Obscuritas zum Beispiel, das spoilert man sich deutlich mehr, glaube ich. Weil es doch sehr viel rätsellastiger war, sehr viele Überraschungen drin waren, auf die man erstmal selber kommen muss. Das ist der Sinn und Zweck der Übung. Also wenn ich da jetzt wirklich reingehen möchte und jetzt nicht nur einfach das schnell mal durchspielen will, sondern wirklich halt die Rätsel auch selber lösen will, selber denken will, dann kann das unter Umständen schädigen, dann natürlich dann halt das vorher schon mal gesehen zu haben. Ja. Ich glaube, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, dass die Kultur der Let's Plays dazu geführt hat, dass storybasierte Games zurückgegangen sind in der Produktion. Es wird immer gesagt, ja, die seien so aufwendig von den Kosten her. Wenn Story-Games aufwendig von den Kosten sind, aber diese Kosten auch wieder einspielen würden, dann wäre das kein Problem. Mhm. Ja, aber dadurch, dass eben Let's Plays vielleicht auch eben diesen Reiz so ein bisschen wegnehmen, ich muss das selber spielen, sondern ich kann mir das ja auch einfach angucken, dann habe ich, weiß ich nicht den Stress, bei schwierigen Stellen irgendwie das 10-mal spielen zu müssen, sondern ich kann das irgendwie direkt mir so einfach angucken, dann führt das dazu, dass eine ganze Industrie umdenkt und genauso, wie ich das ja auch als Entwickler jetzt gemacht habe, plötzlich sagt, nee, wir brauchen Spiele, die sowohl gezeigt werden können im Video, als auch noch einmal selbst erlebt werden können. Nicht nur können, sondern es muss sogar so sein, der Idealfall ist, dass du siehst, wie jemand das Videospiel spielt und
dann sagst, so, das möchte ich auch. Das möchte ich auch spielen, weil ich kann das besser als er. Oder ich sehe da noch ganz andere Sachen drin. Das ist bei Open-World-Games ja ein perfektes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ein GTA spiele, Assassin's Creed oder sowas, und ich mache dann irgendwas, eine Interaktion, dann denke ich mir, okay, das würde ich auch mal machen. Ich habe zum Beispiel mal mit meinen Kumpels, haben wir Assassin's Creed Unity, den Koop-Modus gespielt, zu viert. Und du musst dir vorstellen, du stehst auf dem Dach, ja, und guckst dir das an. Und deine Freunde, die gehen, du siehst, einer rennt durchs Haus. Ja, du siehst nur den Schatten von dem, der andere ist da. Und dann denke ich mir so, boah, das will ich auch mit meinen Freunden zocken. Ne? Ja, genau. So, und auch bei GTA gibt es so viele Mods inzwischen. Ich zum Beispiel mache, Story-Let's Plays finde ich zum Beispiel, reizen mich auch selber gar nicht, weil ich finde irgendwie, ein Story-Let's Play, ich will mich auf der Couch setzen, ich will einfach nur dieses Spiel spielen. Ja? Ich will nicht die Leute unterhalten, die Leute sollen selber spielen. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel ein GTA spiele oder ich spiele ein Assassin's Creed oder sowas, das kannst du perfekt aufnehmen, weil GTA ist immer anders. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt über die Straße laufe und ich beleidige jemanden und der fährt mich dann um, diesen Moment dann nochmal nachzustellen für jemand anderes, ist praktisch unmöglich, ja, weil es ist random einfach. So, und deswegen sind Open-World-Games zum Let's Playen mega gut. Aber Story-Games, gebe ich euch 100% recht, da sehe ich auch immer so ein bisschen die Angst. Ja, aber das ist genau das meine ich ja. Das ist ja das Problem dabei, ist eben, dass die Industrie umdenkt. Und für mich, jemand, der Story-Games total gerne mag, ja, weil ich Story immer als ein wahnsinnig wichtiges Element auch im Gaming finde, ist das so ein bisschen schade, weil halt die Story-Games so ein bisschen auf dem Rückzug sind. Gefühlt jedenfalls. Ich das weiß stimmt, nicht, ist aber so. Weil ist so, ja. Wir können ja, ich kann immer den Sarraz als Beispiel nehmen, der sagt zu mir immer, es gibt aktuell keine richtig guten Story-Games, weil deswegen kommen auch kaum Gaming-Videos auf deinem Channel, weil der hat The Last of Us gespielt und der hat zu mir gesagt, es gibt kein Spiel, was das für mich toppt. Ja? Mhm. Und dann spielt er halt Uncharted, sagt er auch mega krass und so. Aber dann kommt ein anderes Game, ein COD, ein Battlefield oder das und das. Und die Story hast du halt auch schon 38 Mal gesehen. Dann sagt er auch so, boah, oder Watch Dogs 1, hat er auch gesagt, boah. Ja, also Watch Dogs 1 fand ich großartig. Also das die Story? Ja, auch die Story. Ich fand es auch nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ich fand die K-Physik nicht so gut. Aber Es Story gab bei Watch Dogs 1 eine Szene, das kurz vorweg. Eine einzige Szene, das hat bei mir das ganze Spiel kaputt gemacht. Und zwar ist es so, Pierce trifft einen älteren Herrn. Und der ältere Herr hat die Synchro eines ganz jungen Herrn. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Das ist irgendwo in so einem Hinterhof. Und ich saß da und denke mir so, Alter. Ja, der Typ hatte graue Haare. Und dann hast du diese ganzen anderen epischen Momente erlebt und die ganze Zeit musstest du an diese Synchro von dem. Ich hab nur an den alten Mann gedacht! Das saß doch nur noch da in Ubisoft. Und deswegen, also das ist für mich so ein Moment gewesen, hat für mich das ganze Spiel, also die Inszenierung, die Stadt und dieses Hacken und so war mega cool. Auch für den Let's Play wiederum, weil du konntest halt eine Verfolgungsjagd machen, dann machst du da die Poller hoch und die Bretter gegen und das musste ja jemand nachmachen, der sagt dann, oh, ich will das auch so zocken. Mhm. Aber wie gesagt, beim Storygame, vor allem bei Beyond Two Souls, bei Heavy Rain, dieses Detroit, was es kommt und so weiter, diese Games, wo du einfach nur Button drücken musst, Quicktime Events, das ist eigentlich nur ein Film, den du ja selber erleben willst. Ja, es ist ja auch, du hast ja, also gerade jetzt auch bei Horrorspielen hast du ja auch die Gefahr, dass du dir diesen Mindfuck vorwegnimmst. Ne? Ja. Es gibt zum Beispiel ein fantastisches Spiel, das heißt Layers of Fear, das sehr viel mit der Wahrnehmung spielt irgendwie. Du drehst dich um und plötzlich stehen hinter dir ganz andere Sachen oder so. Das ist großartig. Auch, das ist fantastisch gemacht, das ist total teuer, aber das muss man selber spielen. Da muss man halt drin sitzen, Kopfhörer aufhaben, total drin in der Welt sein. Wobei, und dann ich finde es auch lustig, die Reaktion des Let's Players dann zu sehen. Das ist aus Entwicklersicht das wiederum sehr geil. Also man ist immer so zwiegespalten als Zuschauer. Also ich denke immer so, gucke ich mir das an? Wahrscheinlich nicht, ich spiele dann die Sachen dann lieber selber. Aber wenn man als Entwickler ein Spiel veröffentlicht hat und dann sieht man, Horrorspiel, das ist fantastisch. Aber also ich muss aber da, kann ich auch noch mal einhaken. Ja. Ich habe für mich irgendwann das, auch Twitch, weil wir vorhin auch über Twitch war ja auch eine Sache, habe ich entdeckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Twitch ist da für den Entwickler um einiges angenehmer. Warum? Weil Twitch in so ein Story-Game so eine Art Einführung bietet. Das heißt, du spielst das Spiel dort irgendwie 2 Stunden lang und spielst das nicht komplett durch, sondern gibst so eine Art Teaser. Die Leute werden neugierig gemacht, finden das irgendwie cool. Ja, ich habe genau zum Beispiel Layers of Fear auf Twitch gespielt. Ne? Ja. Und ich habe das gespielt, als es noch nicht fertig war. Das heißt, ich habe irgendwie, ich glaube, eben diese Preview-Version eben komplett durchgespielt. Aber danach kam ja noch relativ viel Zeug. Ja, ja. Und das heißt, alle waren irgendwie total heiß auf dieses Spiel und fanden das total cool und wollen wissen, wie es weitergeht. Ja, genau, und wollen wissen, wie es weitergeht. So, und dann kommt aber eben
bei YouTube wäre, dann würde dann irgendwann das gesamte Let's Play kommen. Auf Twitch nicht, weil ich war schon irgendwie weit woanders und habe irgendwie ganz andere Spiele wieder gespielt. Das heißt, ich habe immer wieder mal Spiele, die präsentiere ich einfach nur. Die spiele ich irgendwie 2 Stunden an. Man kann sich davon ein super Bild machen und kann dann entscheiden, will ich es kaufen oder nicht. Insofern finde ich Twitch für den Entwickler teilweise sogar noch besser als YouTube. Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn du nämlich auf YouTube hingehst, du machst von einem Spiel nur 5 Folgen, obwohl dieses Spiel, sag ich mal, 45 Folgen ermöglichen würde, dann sagen die Leute, du brichst ein Projekt ab. Ja. Ja? Sondern genau. Das ist immer, da ist Twitch mega perfekt für, bin ich unabhängig bei dir. Also muss ich nochmal einhaken, was ich auch ein witziges Ergebnis fand, tatsächlich bei Pine wieder zum Beispiel sehr extrem ausgeprägt, das heißt bei Kommandanten, bei Pantoria, bei sonstigen Leuten, da schrieben die Leute wirklich bergeweise drunter, ich gucke das Spiel ja super gerne, aber ich würde mich niemals trauen, es selber zu spielen. Auf der einen Seite freue ich mich darüber, auf der anderen Seite denke ich mir so, für die Verkaufszahlen nicht ganz optimal. Nee, aber, definitiv. Aber das merkt man immer wieder. Aber bei uns war es auch sehr extrem, mittlerweile auf Twitch ist das sehr weit abgewandert. Und ich gucke tatsächlich als Entwickler auch lieber einen Twitch-Stream. Finde ich spannender, vor allem, weil ich auch ein bisschen mit interagieren kann mit den Leuten. Und da hat sich das echt so durchgesetzt, wie so ein Lauffeuer über die letzten 2 Jahre. Es spielt immer noch jeden Abend irgendwer Pine Video Drive. Und immer wieder, wenn ein Kanal es durch hatte, mit den Nerven fertig war, drückte das dem Nächsten aufs Auge und sagte, das musst du. Mhm. Das ging so durch. Wir haben es ja dann auch teilweise selber noch gespielt. Wir haben ja selber mal 1, 2 Livestreams jetzt auch gemacht. Und wir haben jetzt dann zu dem Release-Stream jetzt auch für Pine Video Drive 2, wie wir das jetzt veröffentlicht, die Kampagne bekannt gegeben haben, haben wir unsere Actress dazu geholt, die Linda spielt im Spiel. Und dann hat die mit mir zusammen da gesessen und hat Pine Video Drive durchgespielt. Und die, hat sich so ins Hemd gemacht dabei. Das war großartig. Ja. Das heißt, sie hat sich die 90% des Spiels vor sich selber erschrocken. Ja. Das war bei mir bei Outlaws auch so.